Sagtest du Test? Lori, ich habe aber nicht gelernt. Dad, was hast du da an? Na, eine Kugelweste. Jetzt tragen Veronica und ich Partnerlook. Wow, das ist... Wow, sag mal, kannst du mich fahren? Nein, leider nicht, Sohn. Veronica und ich haben was ganz Besonderes vor. Denk nicht weiter an, Freundchen! Hi, ich hätte gern 3 Doppel-Cheeseburger und 3 Limos. Eigentlich ist bei einer Testfahrt kein Imbiss vorgesehen. Hey, wir müssen die Becherhalter testen. Und Sie kriegen sogar einen Doppel-Cheeseburger ab. Oh, ich bin Veganer, aber was soll's. Stellt euch vor, meine Frau wollte tatsächlich mit Veronica einkaufen fahren. Also ich meine, wenn da nun eine Saftflasche oder so ausläuft, das würde ich mir nie verzeihen. Also meine Familie darf Sophia gar nicht betreten. Ich muss doch ihr italienisches Leder schonen. Habe ich nicht recht, Bellissima? Hey, da kommt ja Kotaro. Was fährt der denn da? Gentlemen der Royal Woods Minivan Gesellschaft. Darf ich euch vorstellen? Marilyn. Wa-wa-boom. Okay, wir müssen was unternehmen. Dad und der neue Van, das geht gar nicht. Ja, da vermisst man ja fast schon Vanzilla. Sie war zwar Schrott, aber wenigstens hatten alle was von ihr. Da gibt's nur eins. Dad muss Veronica zurückgeben und Vanzilla wiederholen. Dann erklär ihm das mal. Veronica, bitte nimm diesen Schlüsselring als Zeichen meiner Liebe an. Oh, ich fass es nicht. Ich glaube, wir müssen wohl wieder unterschwellig werden. Inwiefern gehört denn Shopping zu einer Testfahrt? Hey, wir müssen doch wissen, wie viele Tüten in den Kofferraum gehen. Aber... Den hier habe ich nur für Sie gekauft. Passt wunderbar zu Ihren Augen. Hey, Dad, das ist eine Pizzilla. Pizza in der Form von Vanzilla. Da werden Erinnerungen wach, oder? Tja, allerdings. Alles fällt ab, genau wie bei Vanzilla. Gut, dass die Kiste weg ist. Ich fahre zur Arbeit, Schatz, aber keine Sorge, nicht mit Veronica. Nein, ich habe eine Fahrgemeinschaft gebildet mit meinem Kollegen Brandon. Du weißt schon, der gerade zum Mr. Muskelpaket gewählt wurde. Aha, gut, Schatz. Lächeln, Veronica, das kommt auf unseren Blog. Du kannst dein Hemd jetzt wieder anziehen, Brandon. Wir müssen noch eins drauflegen. Okay, vielleicht eine kleine Runde um den Block und... Mein Baby! Sie wurde beraubt! Wow, tut uns leid, Dad, aber daraus kann man auch etwas lernen. So ein schönes Auto darf nicht in unserer Auffahrt stehen. Ganz richtig, räumt die Garage aus. Da bist du sicher, mein Lämmchen. Los, los, sie muss vor Sonnenuntergang in Sicherheit sein. Oh.